Teil 1. Das Treffen. Entschuldigung, das gab schon irgendwie eine Errungenschaft. I fly halfway around the world and an odd note is waiting for me in my hotel room. It says to come to the bridge down by the river. This looks like the place. I could really go for some Wiener Schnitzel after the long walk out here. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Ich bin Jaskfei und wir spielen, wie ihr wahrscheinlich schon lesen konntet, Thimbleweed Park. Ein Point-and-Click-Adventure im Monkey Island-Style. Monkey Island ist ein tolles Spiel und ich freue mich so, das jetzt zu spielen. Ja, Point-and-Click-Adventure, da haben wir halt hier diese Verben und können alles kombinieren, kennt jeder. Super, rede mit Willy, wir sind der Werteherr hier und gehen zur Tür, öffnen das Tor, betrachten wir erstmal unsere Sachen. Boris, es freut mich, dass du akzeptierst, dass dies die Lösung ist. Wir sind Boris. Es gibt überall Augen, also folge diesen Anweisungen genau. Zu deinem Schutz, lass deine Papiere im Hotelzimmer. Geh zum Fluss unten an der Trestle Trail Brücke. Haben wir alles schon gemacht. Schalte als Zeichen das Licht über dem Schild des Trestle Trails aus. Triff mich beim großen Eingang zu der unterirdischen Kanalisation. Stell sicher, dass hier keiner folgt. Okay. It is my wallet and it has 252 American dollars in it. Ach, nur. It is the keycard for my room. It is a pillow bear prototype. Turn the bear inside out and you get a pillow. Very top secret. Irgendwie erinnert er mich an so einen Inder-Akzent so ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Kann ich den dann noch öffnen? I had better not turn it inside out now. Na gut. Gut, dann betrachten wir mal erstmal den Willy. Ach, und er redet direkt. Okay. Ich soll hier unten jemanden treffen. Haben Sie jemand gesehen? Sind Sie ein Opfer oder schlecht ausgebauten... Sind Sie ein Opfer der schlecht ausgebauten amerikanischen Sozialsysteme? Ich muss weiter, ja. Also... Are you a victim of the inferior American social support system? I need some whiskey. Definitiv. I am supposed to meet someone down here. Have you seen anyone? Do you have any whiskey? Okay. Are you sure you have not seen anyone? I'm glad Chuck is dead. Ruined my life. Ja, wer ist denn Chuck? Wake up, sir. Wake up, sir. Wake up, sir. Danke für die Hilfe. Sleep well. Danke für die Hilfe. So, hier haben wir nur das Tor und ansonsten den Weg. Oder ist die Flasche extra? Nö. Geh zu Trestle Trail. Okay, mal gucken, was hier noch ist. Hier ist das Schild, das wir ausmachen sollen. Schau Schild an. Trestle Trail to Thimbleweed Park. 1.7 miles. Lampe. The light is turned on and I do not see a light switch. I do not see a way to turn it off. Okay. Ein Stein. Schaue Steine. I wonder if I can use this rock to put out the light. Ah ja, klar. Nehmen wir. Und jetzt machen wir erstmal große Demolage. Demolage? Wie heißt denn das, wenn ich was kaputt mache? Doch, ich demoliere das. Benutze Stein auf. Lampe. Easy. There, I've completed step 3 of the note. Now for step 4. Step 3. Okay, hier kommen wir in tiefere Gefilde.
Ach, guck mal, das ist... Ich weiß gar nicht, dass man sich erschrecken kann. Ach du Scheiße. Voll der Krimi. Niemand von uns war vorbereitet auf das, was diese Nacht offenbarte. Oder wie sehr sie uns alle verändern würde. Oha. Teil 2. Nein, ich war noch nicht oben. Oh, die Leiche. Hallo. So tell me again why you're here. I was assigned to the case by the Home Office in Albuquerque. There is no Home Office in Albuquerque. It's neat to know. Look, I like working a case alone. I especially don't need some junior agent messing up my investigation. Especially some junior agent that thinks I don't know there isn't a Home Office in Albuquerque. So stay out of my way. Take a lot of notes. Sit back and learn. And I'll wrap up this case and we can both get the hell out of here. Your reputation certainly precedes you, Agent Ray. I'll take that as a compliment, Agent Reyes. It's how it was intended. I'm sure it was. Let's photograph the victim and head into town to talk to the local sheriff. The body is starting to pixelate. Body starting to pixelate. This is going to be a long night. Ich glaube, das waren wir noch gerade eben. Boris. Schauen wir an. Appears to be a male, approximately 40 years old. Looks like he's been in the water for 24 hours. You can tell by the pixelation around the nose and neck. Let's see here. There's no wallet in his pockets. But I found a card, possibly a key card from a hotel. Das wackelt so. Leiche männlich. Scheint ein kleines Loch im Hinterkopf zu sein. Unbekannte Herkunft. Da hat wohl einer reingeschossen. Oder? Sorry, sieht nicht wie eine Schusswunde aus. Von einem Spitzengegenstand. Sein Anzug wirkt maßgeschneidert. Möglicherweise europäisches Design. Ja. It's a hotel keycard from the dead man. Können wir mit ihm reden? Nein. Mit ihm? Nein. Okay, können wir ihn drücken? Better not. I don't want to turn the body over. That's the coroner's job. Ja, dann schauen wir doch mal die Lampe an. The bulb's broken. Gut. Was? It's Fotos. An instant camera, but there's no film in it. Du hast eine Kamera dabei und kannst nichts machen? Nutze Kamera mit Leiche. There's no film in the camera. Wir spielen übrigens auf schwer. Also wenn dann richtig. Wieso hast du eine Kamera dabei? Wenn wir gar keinen Film drin haben. Was ist das für eine Vorbereitung? Ich weiß nicht, ob ich hier wieder lang gehen sollte. That old tree is blocking the great entrance. Sounds like someone in the sewer is playing the violin. Ja. I can't budget. I don't want to pick that up. Okay. Detective Angela Ray, Senior Agent. It's my badge. Okay, Angela. Oh, eine Flasche. Schaue Flasche. It's an empty whiskey bottle. Von wem die nur sein kann. Jetzt haben wir sie. Öffne. It's already open, there's no cap on it. Okay. Und unser Freund und Helfer hier ist ja verschwunden. Wer hätte damit gerechnet? Okay, schauen wir noch, ob wir noch weiter nach rechts konnten. Ich glaube aber nicht. Geht's hin? Stopp. Schaue. It's covered by the underbrush. But it's an old abandoned chainsaw. Fool me once, shame on me. Fool me twice. Nimm. Kettensäge der Enttäuschung. Das gibt's ja gar nicht. Die kann ich für den Baum benutzen. Gibt's hier noch mehr im Gebüsch?
Krass. I can't use it until I find some chainsaw gas. Ah, mein Fehler. The trail ends here at this huge rock wall. The trail ends here at this huge rock wall. I can't push that. Okay. Also ist jetzt unser nächstes Ziel, wir gehen mal nach oben. Also nach links, wo wir vorhin nicht lang konnten. Mit dem können wir irgendwie nicht reden. Ah, da oben kann ich switchen. Ah, cool. Ja. Da steht das Gleiche drin. Betrachte Polar... Ah, der hat den Film. Alles klar. Erstmal gucken wir den an. It's a sample package of Polaroid film. It only contains one photo. Ein Foto. Okay. Nutze den mit in... Wieso kann ich dir den nicht... Ah, gebe. Sure, I'll carry your crap. Danke. Detective Antonio Reyes, Junior Agent. It's definitely my badge. Okay. I believe you. Der kann auch nichts anderes finden wahrscheinlich. Da war es nur wichtig, dass wir den Film der Frau geben. Oder findet er hier andere Dinge? That old tree is blocking the great entrance. Alles klar. Also erstmal Foto machen. Nee, erstmal hochgehen. Nee, erstmal Foto machen. Hoffentlich gibt es da nicht nur wieder eine Zwischensequenz. Nutze Film in Kamera. Nutze Kamera auf Fläche. Smile. Now we can head into town and find the local sheriff. Ist ja schön, wie so von vorne fotografiert und die Leiche von der Seite drauf ist. It's a good photo of the body. I like how the state-of-the-art camera can alter the angle of the shot. Genau das. It's a gate to the trail above. Okay, öffne. Die ganzen schönen Lichter, die Glühwürmchen. Das sieht so schön aus. Pixelgrafik ist das Beste. Echt. Thunfischdose. Is an empty can of Crockford's tuna heads, the good parts. Mist, nimm. Wollte ich machen. Der Fisch. Highway, Schild, Trestle, Atari-Modul, cool. Atari finde ich super. Ball Blaster from Mucus Phlegm Games. Never heard of it. Wofür? Diese Gegenstände machen gar keinen Sinn im Moment. It's a trail down to the railroad trestle. Doppelklicken, um zu laufen. Ach so, für hier. Ziehe Schild. I can't pull that. Okay. Hier geht's. Ach, laufen bedeutet rennen. Hier fahren Autos vorbei. Warte. Zirkusprospekt. Schaue. Zirkusprospekt. It's a circus flyer with a crazy looking clown on it. Pretty good makeup, though. Gruselige Clowns kennen wir noch nicht zu Genüge. Signals are very strong tonight. What signals? The signals. Signals are very strong tonight. Why are you dressed like a giant pigeon? Das frage ich mich auch. We're the Pigeon Brothers Plumbing. I'm Beth. That's my sister Emily. Hi there. But remember, signals are very strong tonight. Mm-hmm. Why brothers if you're sisters? Dad was expecting to have sons, and it was too cheap to have the van repainted. So we're just rolling with it till he's dead. Oh, shut up, Emily. Signals are very strong tonight. Yeah. Yes, you already said that. But what signals? I'm just screwing with you. Dark night, deserted road. Me in a giant pigeon costume? It was too good to pass up. But the signals are strong tonight. Very strong. Okay, für die Leute, die es nicht wissen, heute ist übrigens der 1. April. Das passt sehr gut.
den Bundesagenten? Ach so, uns. Das ist wirklich really odd. Should I save my game? I wouldn't worry about it. The game was expertly designed to have no dead ends or death. Yet still be scary and have a sense of tension. You can feel safe exploring whatever you want. Cool. But I'd watch out for the signals. They can be very strong and disrupt the power grid. But playing classic adventure games has taught me to save often. That was true, up until Monkey Island. Mm-hmm. At least with LucasArts style adventures. Then the designers realized that death and dead ends weren't making the game more enjoyable. It was actually making it less fun. Sehe ich auch so. You almost ran over a federal agent. That's a felony. Sorry about that. Like I said, the signals are very strong tonight. Die wippen auch immer so schön mit dem Kopf wie so Vögel. Das finde ich super. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Weg ich hier weiterverfolgen soll. Fragen wir erstmal nach dem Design von Adventure-Spielen. That seems like a sensible approach to adventure game design. It is. It just takes a little longer and requires more thought and planning. But it really pays off in the end. Ah, ja. Do you know anything about the body by the bridge? Why is it whenever a dead body is found, suspicion always falls to the person dressed as a giant bird? Hey, if the beak fits. We don't know anything about a dead body, but the signals are strong tonight. Very strong. Gut. I think I've had enough of you. I need to find the sheriff and solve a murder. Nice talking to you too. Click, click, click. Click, 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 click. Boop. Beep. Also ein bisschen Wein haben die ja schon an der Klatsche. Ich könnte mich dazustellen. Squeak. Oh cool. Jetzt kann ich da öffnen. No need. The perps are outside. Ja, deswegen. Das ist der Sinn. Oh mein Gott, wo soll ich hingehen? Auf den Highway oder hier lang? Hier steht überall liegt da was auf dem Boden. Plastikringe. You're supposed to cut them up before tossing them. Saves wildlife. Ja. Nehmen wir mit. Friedhof. Nein! Stopp. Staubkorn. Im Ernst? Das ist mir gerade nur ins Auge gestochen, weil es so hell ist. Nehmen wir mit. Hä? Das ist so klein. Ist das denn ja ernst? Wow. Okay. Müssen wir mit dem anderen Typ eigentlich später noch nachlaufen oder kommt er von alleine? I don't see anything up ahead. I think the town must be in the other direction. Okay, ich hab's probiert. Hier ist sonst gar nichts. Hier scheint sonst nichts zu sein. Hier liegt auch nichts mehr rum. Was soll ich mit den ganzen Sachen nur machen? Mit dem Staubkorn. Hier sind wieder Vogelmenschen. Nee, eine Flasche. Schaue an Flasche. It's an empty soda bottle.